So, Venedig ist durch. Ja, voll durch. Ist genauso durch wie ich. Nein, also beziehungsweise ich habe es durchgespielt. Ich habe es noch nicht fertig hochgeladen, aber ich habe es durchgespielt. Und damit gibt es eine neue Wahl. Hey, ich musste noch ein bisschen was umstellen, weil ein paar Spiele nicht wollten, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich die CD nicht hier habe, weil ich nicht alle CDs hier habe, die von allen Spielen, die ich habe. Und mein Mauszeiger blinkt irgendwie komisch. Das soll bestimmt so. Das muss so. Das ist. Ja, wir haben wieder 10 schöne Spiele. Und den Zufallsgenerator habe ich auch wieder da, also für den Fall, dass jemand sich nicht entscheiden kann. Und es sind theoretisch könnt ihr jedes Spiel wählen. Wenn ihr also alles sehen wollt, könnt ihr alles wählen. Oder nur eins, das ist euch überlassen. Boah, die Regeln sind wie immer. Ich werde die Leute, die irgendwie sich angemeldet haben, höher werden, weil ich das einfach kann. Da weiß ich, dass sie nicht irgendwie 20 Proxy-Server benutzen, um dann irgendwie ihr Spiel hochzuwerten. Voten? Hochzuwerten, je. Ich habe einige interessante Spiele dabei. Einige ältere, einige neuere. Wobei wir eh wissen, dass Gothic 2 gewinnen wird. Das ist in Deutschland ja doch recht beliebt. Ich habe auch Strife mal reingenommen, auch wenn es kein reines Rollenspiel ist. Und ich es noch nie gespielt habe und es komplett in Englisch ist. Das wird bestimmt interessant. Das wird sehr, ja, doch. Könnte interessant werden. Noch irgendwas? Ja, wenn zwei Spieler halt gleich viel Stimmen haben, dann werde ich entscheiden, welche ich wähle. Oder auch den Zufallsgenerator benutzen. Mal gucken. Und ja, man muss übrigens nicht angemeldet sein, um mitzuwählen. Das wird dann halt nur höher gewertet. Und natürlich kann man mich bestechen. Also für 100 € spiele ich, was auch immer ihr wollt. Ne? Auch wenn es nicht auf der Liste steht. Das ist. Oder sagen wir für 1000 €. Ne? Man will ja nicht zu geizig sein. Ja, und ich stelle halt jetzt, wie immer, die Spiele kurz vor, weil ich es kann. So, das erste Spiel auf der Liste scheint hier schon mal grafische Probleme zu haben. Das heißt, ich darf dann irgendwo meinen Counter irgendwo hinschieben, wo man ihn nicht mehr sieht. Nein, Arcanum, Dampfmaschinen und Magie, was Magie und Dampfmaschinen, wie auch immer. Das ist im ja, Fallout-Style, also Fallout 1 und 2, also es gab ja keinen dritten Teil, nein. Und nein, es kommt auch kein Fehler raus. Das Ganze werde ich rundenbasiert, also man könnte das Kampfsystem auch in Echtzeit stellen, aber ich werde es definitiv rundenbasiert machen, wenn ich es spielen werde. Und ich muss mal gucken, wo ich meine Anzeige hin. Ist nicht irgendwie rundenbasiert? Ich wollte gerade sagen, ich schlage natürlich erstmal grandios daneben. Das ist natürlich jetzt toll, das ist ein Kampf. Ich habe das Kampfsystem auf langsam gestellt, ne? Ja. Natürlich. Schnell ist langweilig. Es gibt da Technik und Magie, so ähnlich in Silverfall, nur in gut. Also, hier ist es gut, in Silverfall eher nicht so. Und ich werde gleich tot sein, wenn das so weiterläuft. Nee, nö, dauert noch ein wenig. Und ich werde auf jeden Fall Technik spielen, weil Magie ist. Magie, also bitte, wir wollen Magie spielen. Wie man sieht, habe ich ein Heiles-Patch mit drauf. Merkt man vielleicht. Ich bin so blöd, einen Hund zu treten, toll. Merkt man vielleicht, dass die Auflösung so ein bisschen höher. Und erstaunlicherweise wurde es beim letzten Mal ja. In so blöden Hund zu treten. Ziemlich oft gewählt, ich weiß gar nicht warum. Ich hatte das Gefühl, ja, das Spiel ist sehr unbekannt. Wurde aber, wenn ich mich richtig erinnere, von ehemaligen Interplay-Entwicklern. Ja, der Kumpel macht das schon sehr gut. Entwickelt. Und. Ja, er darf uns jetzt heilen. Hier gibt es nichts zum Plündern, toll. Hier gibt es Leichen zum Plündern. Nein, hier gibt es auch nichts zum Plündern. Egal, man kann auch diverse Fähigkeiten lernen, Waffen bauen. Gewehre kann man. Moment, ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Ich hab's schon mal gespielt, aber das ist schon eine Weile her. Ne, Moment, das war. Ist mich jetzt verarschen? Ach so, ja, richtig, hier. Und. Also, wenn man die richtige Ausrüstung hat, was ich nicht habe. Und das war die falsche Taste. Ich spiele dabei die englische Version. Ganz einfach ein Grund, also was heißt die englische Version? Genau genommen spiele ich die englische Version mit Deutsch-Patch, weil dem, was ich gehört habe, ist in der deutschen Version wohl so, dass bestimmte Gegner Bugs sind, weswegen die einfacher sind, was wohl auch den letzten Endgegner betrifft. Deswegen werde ich die englische mit Deutsch-Patch, also der Patch übersetzt das meiste auf Deutsch und ich kann irgendwie nicht so recht scrollen, weil der aber die Auflösung so alles nach oben zieht. Und ja, das Spiel wird die ganze Zeit so sein. Aber hey, das. Es sieht erstaunlich gut auch in der Auflösung. Wenn man das Alter des Spiels bedenkt, sieht es sehr schön noch aus. Gut, liegt natürlich auch in der Auflösung. Egal, das ist Arcanum. Wer es kennt oder sehen will, der
Meld halt das, ne? Und ich muss gucken, wo ich meine Aufnahme hinziehe. Das soll hier nicht sein. Aber das sehen wir dann. So, ja, danke, dass du mir das Hinweis gibst. Switcher? Das hatte ich doch, glaube ich, beim letzten Mal auch zu... Ich muss es erst aufheben. Immer diese Extra-Wünsche hier. Ja, ist gut. Hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch zum Angebot. Hatte ich auch schon mal durchgespielt. Auch wenn es schon eine Weile her ist. Durchaus gutes Spiel. Und jetzt, wo der dritte Teil raus ist, kann man ja mal den ersten spielen. Perfekte Zeitpunkt, nein. Also, ich habe noch nicht mal den zweiten gespielt. Soll ich das mal tun? Angeblich soll der gut sein. Das ist dann wieder eher so Action-Kampf. Mehr so Richtung... Naja, Venedig... Nee. Das Beispiel passt jetzt nicht. Läuft aber erstaunlich flüssig. Erfreulich. Ja, wir können hier... Wir können mit Leuten reden, wie überraschend in einem Rollenspiel. Ja, bla bla bla. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Sexszenen mache. Ich glaube, YouTube hat da was dagegen. Ach bitte, es wird eh Gothic 1 werden. Gothic 2, ey. Was ist das, Justus? Aber hey, ich stelle es trotzdem mal zur Wahl, hauptsächlich, weil ich es noch installiert habe und hierbei sogar die CD dabei habe. Hier liegen hab, ne? Ich hasse es, ja. Und... Was geht hier vor? Wir werden angegriffen und nicht ja, Frau mit Brüsten und so. Ist immer gut. Damit kann man ein Spiel viel besser verkaufen, ja. Darf ich auch mal Magie? Nein, darf ich keine Magie, nein. Schon ein bisschen her, dass ich sie gespielt habe. Ich glaube, Magie bekommt man erst später. Ich bin voll gut in dem Spiel. Ja, nee, leck nicht. Egal, also wenn euch irgendwie... Ich spiele das natürlich auch ganz leicht, wie immer. Toll, ich kann wehrlose Puppen umschlagen. Egal, das ist Witcher 1. Witcher. Ich sag die ganze Zeit Witcher im Witzel. Nein, mach ich nicht. Und... Das könnte man auch wählen, das ist nicht so schwierig. Solange ihr nicht irgendwie eins der später noch kommenden Spiele wählt, ist alles gut. Ja. Das tue ich auch so. Ja, so, Gothic 2, welches sich scheinbar tatsächlich sogar aufnehmen lässt mit Afterburner. Hey, wow, das ist sehr gut. Fraps war ja doch nicht so pralle bei Gothic 1. Ja, ich vermute mal, dass hier wird ein potenzieller Kandidat als Gewinner sein, weil irgendwie Gothic 1 schon sehr beliebt war. Verstehe gar nicht warum. Angeblich soll das ja beliebt sein in Deutschland. So, ich muss ja noch ein bisschen Feineinstellung machen. Ich habe wieder ein bisschen paar Patches noch, die Verbesserungen bringen sollten, mit draufgeworfen. Hauptsache Bugfixes. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich benutzen will. Bei Gothic 1 hat das ja schon eher so funktioniert. Ich habe auch überlegt, ob ich den DirectX 10-Renderer mit drauf werfe, den es da gibt, aber ich habe mir gedacht, nee, das ist noch eine Beta und die Beta-Version und das lasse ich lieber. Ja, es ist wie Gothic 1, nur halt größer und mit besserer Grafik und es lässt sich besser aufnehmen. Eine deutliche Verbesserung und es geht endlich 1920x1080, ohne dass ich ständig die INI ändern muss. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Wenn gleich bei Vollauflösung wieder abstürzt, ja. Was gibt's dazu zu sagen? Ich habe den Sound noch nicht eingestellt. Ich werde definitiv auch nicht perfekt spielen, weil es gibt ja Anleitungen, wie du wann was wo benutzen musst, um den Maximalwert zu bekommen. Aber das ist mir zu viel Arbeit. Ich bin faul, verdammt, und ich muss hier noch ein bisschen... Gut, ich soll vielleicht auch die Hintergrundprogramme ausmachen, die ich momentan noch laufen habe. Eventuell darf ich es auch nur mit 50 spielen, wenn das funktioniert. Gothic 1 war da ja so ein bisschen, Aber ja, das ist Gothic 2. Also es ist Gothic 1, nur in besserer Grafik und in Größe. Und in, ich brauche mal mehr Leistung und in, meine Framerate bricht ein. Meine Rechnung ist mal wieder nicht schnell genug und in, ich konfiguriere jetzt erstmal 2 Stunden irgendeinen beschissenen Cache, weil, ja, ich halt der Meinung bin, ich muss das tun als Spiel. Ich liebe es, wenn Spieler das tun. Ich muss ja definitiv mal... Ich war zu faul, die Hintergrundprogramme für die Wahl auszumachen. Sehr gut. Ja, das ist Gothic 2. Das muss man, glaube ich, nicht groß vorstellen als Rollenspiel. Nicht in Deutschland. Und ich laufe hier einfach nur sinnlos durch die Gegend. Tötet mich mal jemand? Nein. Egal, das ist Gothic 2, wenn ihr das sehen wollt. Wählt es doch. Oder lasst es bleiben. Geht nach Hause. Weint bei eurer Mutter. So. So, noch ein Spiel, das ich beim letzten Mal, glaube ich, schon... Danke, dass du jetzt speicherst, drin hatte.
Dragon Age 1. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Doch, ich habe es mal kurz angespielt, weil ich Lust dazu habe. Und wir können keine Blumen pflücken. Nicht so wie in dem anderen tollen Spiel, das ich demnächst hochladen werde, vielleicht. Also Videos davon. Und das läuft erstaunlich gut fast schon. Also, wenn wir denken, dass ich 2 Milliarden Dings hatte. Ist von BioWare, die. Achso, die sind hinter dem Berg. Ich dachte mir schon irgendwo. Lass mal gucken, ich habe die Steuerung gar nicht im Kopf. Sehr gut, ja. Es ist eine Wahl und kein Let's Play. Doch, es passiert. Let's Play erstmal alle Spiele, damit wir wissen, was ich jetzt hier wählen wollen. Ja, ist von BioWare, also. Ja, die Zeit, wo die wirklich gute Rollenspiele gemacht haben, sind auch schon ein Weilchen vorbei. Aber damals gab es ja noch Black Isle. Ich glaube, ich rutsche ab ein Thema. Durchaus ein schönes Spiel, nehme ich mal an. Also habe ich gehört. Und ich darf dann viel vorlesen, sehe ich jetzt schon. Oh ja. Oh, oh, wählt das nicht. Okay, das dürft ihr auch nicht wählen, habe ich gerade beschlossen. Ich sollte so irgendwie so, das könnt ihr wählen, dürft ihr aber nicht Haken dran machen. Vermerkt überall bei den Spielen, die ich nicht spielen will. Ja, ich will's überhaupt nicht spielen, nein, nein. Ich stelle es nur so aus Spaß zur Wahl, weil ich. Nein, aktuell spiele ich tatsächlich zur Wahl, weil ich ein paar Alternativen fehlt. Ich muss noch ein paar Spiele von daheim her mitbringen. Aber hey, wir können Dialog. Das ist eine Höhle. Ja, wir gehen da einfach rein. Was soll schon schief gehen? Es war schon immer eine gute Idee, in Spielen zu zweit irgendwo ganz alleine hinzugehen. Und ja, das ist Dragon Age. Also, der Anfang davon. Es wird später anders. Es wird später anders. Die Aussagen, sehr gut. Qualitativ hochwertig. Könnte man das Studio nehmen. Fängt interessant an, wird dann anders. Egal. Wählt auch das nicht, nein. Wählt Gothic 2. Ihr wollt doch eh Gothic 2 wählen. Oder Arcanum, das hat beim letzten Mal viel Stimmen bekommen. Und ich habe einen Köcher mit unendlich viel Pfeilen übrigens. Warum hat man immer unendlich viele Pfeile? Im Ember Moon hat man das nicht. Ember Moon ist viel besser. Nein, Moment, das gibt's nicht zur Wahl. Egal, das ist Dragon Age. Auch schon ein bisschen älter. So, noch ein Spiel, das schon beim letzten Mal dabei war. Wenig überraschend. Fairy, den restlichen Titel habe ich gerade vergessen, weil ich habe ihn erst vor 10 Sekunden gelesen und ich weiß nicht mal, warum ich das Spiel spielen will. Ich habe das hier so rumliegen und ich habe es nie weiter als bisher gespielt, weil ich mir gedacht habe, das machst du irgendwann mal im Let's Play und ich bin mir nicht mehr sicher, warum überhaupt. Ich hab's halt. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich das her habe. Bis in diese Fee, wir können durch die Gegend fliegen und ja, mit Leertaste Buch öffnen und so, ne? Und wir können, glaube ich, auch irgendwo Zaubertricks oder sowas machen. Wo soll ich das wissen? Ich habe bisher immer nur hier mit Leuten geredet und. Oder was heißt mit Leuten geredet? Nicht wirklich. Ich habe immer nur Leute beleidigt. Kann ja auch irgendwo. Und keine Ahnung. Ich dachte, das ist bestimmt lustig, das Spiel. Wir können uns immer in dem Kreis drehen und gegen die Wände knallen und. Sind das durch die Gegend fliegen? Kennt jemand dieses Spiel? Ich nicht. Ich hab's nur. Und hab's noch nie gespielt. Und die Grafikeinstellungen sind ziemlich. Ich glaube, das ist ein Konsolenport. Kann das sein? Es ist. Man kann nicht viel zu einem Spiel sagen, das man selbst nicht kennt, ne? Nee, nee. Aber hey, es ist bestimmt schnell vorbei, nach dem, was ich gelesen habe, kurz mal. Und hat Rollenspielelemente und Inventar und so Zeug. Und wir spielen eine Elfe mit kurzem Rock. Was wollt ihr noch? Okay, sie hat noch ein bisschen viel an, aber ich bin sicher, wenn wir eine High-End-Rüstung finden, ändert sich das. Auch wenn ich sagen muss, sie ist ziemlich breit gebaut. Egal, will dieses Spiel jemand sehen? Nein, ich glaube nicht. Das will eh keiner. Nein. Ich habe noch besseres, schlimmeres, das ihr wählen könnt stattdessen. Leider. Aber hey, wenn ihr auch mal interessiert seid, was das überhaupt für ein Spiel ist, dann wählt doch das. So, noch ein BioWare-Spiel, aber wir haben ja erst eins. Okay, er nimmt auf. Gut. Moment, da habe ich gerade hinten nicht auf. Mass-Effekt. Ich werde viele Wortspiele mitmachen. Der beste Teil noch. Verdammt! Der zweite war ja dann mehr so. Oh, ich bin ein Shooter und der dritte Teil war dann irgendwie so. Ja, ganz nett.
Auch wenn einige Sachen schon diskutabel sind. Aber man kann es so erstmal spielen. Ich werde dabei dann auch ein bisschen, nein. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, richtig. Ein bisschen was editieren am Anfang. Damit ich gleich auf Wahnsinn spielen kann, weil normalerweise muss man es irgendwie Veteran, dann Hardcore, glaube ich, ist die andere Stufe durchspielen, wo ich mir denke, warum? Das ist doch unsinnig. Und es soll ja auch ein bisschen schwieriger werden. So schwer ist das Spiel nicht. Es sei denn natürlich, man passt nicht auf und steht in der Ecke und plötzlich so vom Gegner umbringt und nicht überspringbare Videosequenzen. Ach. Also wer das aber gefunden hat, der wird auch geschlagen. Nicht überspringbare Sequenz. Ich hasse sowas. Auch die Anfangssequenz. Man kann es nicht überspringen und man muss es sich jedes Mal wieder angucken. Es ist so grauenhaft. Der Wahnsinn. Ja, der stirbt. Und wir schicken einfach alles an und gehen wir einfach mal. Habe ich die eben wirklich mit Dauerfeuer getroffen? Sicher. Ich bin begeistert. Ich hasse es, wenn ich meine eigenen Leute nicht erschießen kann. Das ist immer das Schlimmste im Spiel. Man will seine eigenen Kameraden erschießen, es geht. Es geht einfach nicht. Egal, das ist. Mass Effect. Jetzt wollte ich fast sagen BioWare. Wir spielen BioWare, das wurde entwickelt von Mass Effect. Vielleicht sollten wir mit Jenkins reden. Nein. Ich mache hier ein Wahlvideo. Da rede ich doch nicht mit Menschen, also bitte. Oh, glaub. Oh, meine Knarre ist. Ach, richtig, hier werden die ja noch heiß. In späteren Teilen wurden die ja nicht mehr heiß. Und wir werden auf böse spielen, weil gut ist langweilig. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Wow, man kann einfach nur vorbeilaufen. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ja, ja. Ich versuche sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Nee, das ist doch kein Schwanz. So. Ich glaube, Mass Effect muss man auch nicht so groß vorstellen. Das kennen, glaube ich, die meisten. Im Gegensatz zu zum Beispiel meinen anderen Spielen, das ich noch in der Liste habe. Aber hey. Man kann sie mal schnell durchspielen. Auf Wahnsinn. Dauert nicht so lang. Ich glaube 30 Stunden oder waren es 40? Geht recht schnell. Ich spreche da aus Erfahrung. Also wählt doch das, wenn ihr das sehen wollt. Oder lasst es bleiben. Geht gar nicht wählen. Wählen ist scheiße. Nein, ist es nicht. So, ein weiteres, etwas älteres Spiel. Oh ja, das ist so auf Amberstar-Niveau. Das hat noch kein... Hat das stufenloses Scrollen? Nein, das hat noch kein stufenloses Scrollen. Okay, Trail of Krondor. Ich suche nach Proviant. Mit Gruppe teilen. Ja, ich will alles teilen. Was? Kann das auch alles? Ne, Moment, das ist jetzt ihr mit. Das Spiel ist übrigens blind. Es hat auch zwei Nachfolger, also kann es gar nicht mal so schlimm sein. Call of Duty hat ja auch Nachfolger. Und habe ich auch hier eine Karte? Ich habe sogar eine Karte. Oh ja. Merkt man, dass das von 1993 ist? So dezent, ne? Oh, ich kann mich auf der Karte bewegen. Ah, das ist schon mal... Oder? Kann ich das? Tatsächlich. Ich kann mich auf der Karte direkt bewegen. Wow, volles Feature. Ja, wir haben epische Zwischensequenzen. Ja. Gott, die Darsteller, das sieht ja... Ne, sind das schon da? Ne, weiß ich nicht, das sieht so ein bisschen aus, als hätte man da irgendwas eingescannt. Oder Bilder, so ganz alte genommen. Das wird... Interessant. Gott. Oh Gott, da brauche ich auch wieder Rationen, ne? Was haben wir hier noch? Oh. Zu DOS, ja. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel ein bisschen älter ist? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Intro nicht angeguckt, weil ich dachte, ich mache nur ein Wahlvideo. Ich kann nicht gleichzeitig laufen und mich drehen, das geht nicht, okay. Moment, ja. Warum nicht? Oh, sogar schon richtig fast Dialog hier. Wir sind wieder auf Mass Effect Niveau. Du hast ein Wort und das sagst du und dann kommt ein zweistündiger Monolog. Ha! Von wann ist Mass Effect? Ich glaube nicht, dass Mass Effect von 93 ist. Man sieht, die Spiele machen einen dezenten Rückschritt. Aber die Grafik ist besser in Mass Effect, hey. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ist. Sonst wäre es ja nicht blind. Aber da ist ein... Da kann ich irgendwas tun. Was ist das? Ich habe keine Ahnung.
Egal, das ist Betrayal of Condor. Vielleicht will das ja jemand sehen, vielleicht kennt das jemand und denkt sich, er will sie sehen. War ein Söldner? Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Und ich darf, oh Gott. Yay, ich. Gott! Wählt das! Das sieht lustig aus. Ich werde gnadenlos untergehen im Spiel. Das wird ein langes Let's Play, glaube ich. Die Geräusche dazu, sehr gut. Egal, das ist Betrayal of Condor. Das könnte interessant werden, ja. So, für die Leute, die Amber Moon schon mochten. Oder mögen, noch mögen. Es läuft ja noch das Projekt. Oder Amberstar mögen. Die könnte ich Albion, dessen Performance gerade irgendwo in den Keller geht, weil sich DOSBox gerade sagt, fick dich, empfehlen. Das ist von den. Also das Kernteam von Talion ging nach ihrer. Ich drehe mich ganz schön schnell. Ich drehe mich jetzt einfach im Kreis. Nein, nach ihrer Pleite zu Bluebird haben Albion entwickelt. Was inoffiziell als inoffizieller Teil oft manchmal bezeichnet wird. Hatte ich ja nicht irgendwo eine Karte? Da habe ich eine Karte. Man kennt das ja schon. Also wer Amber Moon geguckt hat oder es kennt, der kennt auch dieses Spiel vermute ich mal. Also wer es mochte, ich sollte mich besser ausdrücken. Wir haben wieder diese typische zweidimensionale Raussicht draußen und ich muss mal gucken, was mit der Performance hier nicht stimmt. DOSBox sollte doch nochmal flüssig laufen. Oder vielleicht hat es auch einfach keine Lust. Oder es liegt an dem Hintergrundprogramm. Ich war zu faul, alles abzuschalten, nur für die Wahl. Weil ich sowieso ständig 2 Milliarden Programme wechseln muss und mit dem Unterschied, dass wir dieses Mal auch moderne Waffen haben oder zum Beispiel eine Pistole. Also wenn man sie am Anfang gefunden hat. Ich habe das Spiel selbst noch nicht groß gespielt. Ich bin übrigens ein Erdenmensch. Ich hatte es mal angespielt, habe mir dann gegenüber gedacht, ja, keine Zeit mehr. Und dann habe ich mir gedacht, fürs Let's Play hebst du das mal auf, ne? So wie ich mir Amber Moon aufgehoben habe. Also wer das sehen will, ne? Die Grafik ist zwar, ich laufe ständig gegen Bob. Bob ist wieder dabei. Bob ist immer dabei. Ich finde es hier so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Amber Moon geht nicht so schnell, das ist das Problem. Aber hey. Die Grafik sieht echt besser aus im Verhältnis zu Amber Moon. Alle werden müde, ach ja. Woher kenne ich das denn jetzt? Hey du, mit dir kann ich doch reden, oder? Ansprechen, klar. Genießt den Besuch in unserer Stadt. Ja, das war jetzt ein spannendes Gespräch, so zum Abschied. Und vielleicht wählt das ja jemand. Irgendjemand wählt immer irgendwas. Aber wahrscheinlich nicht genug. Wahrscheinlich wird es Ego League 2 werden, von daher. Wir können uns im Kreis drehen. Egal. Wählt das. Das ist gut, glaube ich. Amber Moon ist auch gut. Also ist das auch gut. Ist gut. Wählt das. So. Fertig. Diskussion beendet. Ich manipuliere eh die Wahlen. Was? Nein, tue ich gar nicht. So, dann nehme ich mal noch Strife als Rollenspiel. Das ist zwar so eine Mischung aus Shooter und Rollenspiel. Und basiert auf der Doom 1 Engine, wie man vielleicht sieht. Und ich spiele das natürlich mit Port und ich muss den Sound, glaube ich, ein bisschen leiser. Das kann ich später machen. Scheiße, ich töte dich so. Wir können auch mit ihm reden, ne? Da sagt er uns, dass er uns jetzt töten möchte, weil wir ihn irgendwie töten haben. Weil ich glaube, er will uns immer töten. Ich weiß nicht, ich habe es schon mal kurz angespielt. Habe ich hier nicht irgendwie eine richtige Waffe? Nein, scheinbar nicht. Nope. Aber egal, wir können Medipacks mitnehmen und später benutzen. Wir können schon springen im Gegensatz zum Original-Team und wir können Leute mit unserem Messer haben. Ich werde das natürlich auf der höchsten Stufe. Ich glaube, die respawnen hier nicht mal auf der höchsten Stufe. Bin mir gerade nicht sicher. Wollen wir das nicht noch kaputt schlagen? Und wir haben natürlich Fässer. Also Fässer, ne? Fässer. Dreidimensionale Objekte. Und ich weiß gar nicht, was das Spiel ist leider nur in Englisch verfügbar. Können auch die Leute hier töten? Geht hier nicht normal der Alarm los? So, irgendwie konnte man auch ein Arm auf Q. Ah, richtig, dann gibt es diese Selbstschussanlagen, die dann auf uns schießen, wenn die Leute töten haben. Das sollte man also unterlassen. Aber hey. Naja, bla bla. Ich weiß gar nicht genau, worum es da geht, aber. Achso, die Selbstschussanlagen. Oh, und die Gegner spawnen. Ach, richtig, stimmt. Die Gegner werden dann herteleportiert. Ich hab das mal kurz angespielt. Ich hab natürlich keine Ahnung, wo. Halt, ich will das nicht droppen. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss und so, aber. Ach, echt. Also, das ist im Prinzip Doom halt nur mit Rollenspielelemente und
Also wenn ich damals jetzt halt war stark erweitert, indem man zum Beispiel springen konnte und so Sachen und Healthpacks mit sich rumtreiben konnte. Hallo Jungs. Konnte man ja damals jetzt halt nicht. Hab ich nicht eine Knarre inzwischen? Ach nein, ich hab einen Armbrust. Ich will mal sterben. Das ist Drive. Sieht mehr aus wie ein Shooter als ein Rollenspiel, aber es ist... Wikipedia bestätigt mich, das ist ein Rollenspiel. Auch wenn es aussieht wie Doom. Woher das nur kommt, liegt bestimmt nicht an der Engine. Oh, ich bin gleich tot. Ja. Wählt doch das, wenn ihr das als Rollenspiel sehen wollt. Ich verstecke mich hier. Und hab kein Heftrick mehr. Toll. Geil, ich hab noch mehr Scheiße im Angebot. So, für alle Leute, die mich wirklich hassen, die können das hier wählen, und zwar Ultima 1. Bin mir sicher, dass wir Leute wählen. Konnten die doch irgendwie Städte betreten, oder? Ich weiß noch nicht mal wo. Ich hab das nur... ich hab's gefunden. Blocket, ja. Man konnte ja auch die Stadtbewohner schon niederschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Sollte man sich halt überlegen, weil die Leute hier mögen das nicht so. Und wir haben hier einen König und das Spiel ist übrigens von 1980. Ich töte den König. Stirb, König! Der hält ganz schön viel aus. Und die Gurts mögen das nicht, dass ich den hier töte. Und man merkt, die Grafik ist top aktuell. Wenn man im Jahr 1980 lebt. Und ich bin gleich tot und... Ist das unten die Prinzessin, oder? Oh, hallo. Ich bin tot. Ja, doch. Aber hey, ich werde ja wiederbelebt. Alles gar kein Problem. Ich weiß nicht, wie oft das geht. Ich habe das Spiel nur mal kurz angeguckt. Es ist sehr, retro. Ach, wir werden irgendwo wiederbelebt, okay. Wie bin ich da jetzt? Wie bin ich da eben reingegangen? Nee, ich will nicht quitten. Moment, wir haben das gleich. Ich schreibe mir besser die Befehle auf, wenn ich das Spiel spielen will. Ah, E für ändern. Natürlich. Bin ich denn? Achso, ich bin da unten. Und ja, man kann hier auch irgendwie einkaufen. Nee, aber ich habe glaube ich kein Geld. Nee, ich habe 0 Coins. Und wenn man hier draußen rumläuft, dann läuft man gegen Berge, offensichtliche Berge. Ich meine, sieht man doch, dass das Berge sind. Und wir haben natürlich schon krasse 3D-Sicht. Da ist eine Ratte. Kann ich? Ah, ich kann, okay. Nee, da komme ich hier wieder raus. Ich komme da nicht durch. Okay, die Laserschranken versperren mir den Weg. Oh Gott. Wählt das nicht. Wählt es nicht. Bin nicht mehr sicher, wie ich hier rauskomme. Okay, da drehe ich. Okay. Das hier wählt bitte nicht. Nein, nein, nein. Das wählt einfach. Wählt was anderes. Wählt nicht Ultima 1. Nein. Ich will kein Spiel von 1980 spielen. Das hier nicht wählen. Wählt irgendwas anderes. Wählt Gothic 2. Das ist. Das wollt ihr doch eh wählen. Kommt. Egal, das ist Ultima 1. Ich höre lieber auf damit. Das wäre übrigens auch blind. Hilfe. Ich hoffe, sie gefallen euch alle nicht. Die sind alle grauenhaft. Wir wissen doch eh, dass es Gothic 2 werden wird. Aber hey. Gut, Daemon wird eh sich hinsetzen und 20 Proxy-Servers Drive hochboten, damit das gewählt wird mit 200 Stimmen zu 5 oder so. Und, also wenn ihr mich hasst, dann wählt ihr eh Ultima 1, aber das, ich glaube, wenn eh Gothic 2 wählen. Wobei ich sagen muss, Arcanum hat damals auch recht viel Stimmen bekommen bei der letzten Wahl. Fand ich interessant. Hat mich überrascht. Kam unerwartet. Ja, sonst. Das war's im Prinzip. Geht wählen! Das ist wichtig, das ist entscheidend, das beeinflusst eure gesamte Zukunft auf einem Niveau, das ihr, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nein, tut es nicht. Das ist total irrelevant, ob ihr wählt oder nicht. Also zumindest ist hier. Egal, das sind die Projekte. Sucht euch eins aus und... Oder lasst es bleiben. Als ob mich da was interessiert. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Wahl. Irgendwann in 50 Jahren, weil meine Projekte alle 10.000 Jahre dauern und ich noch andere Projekte beenden muss, will, möchte, die auch 10.000 Jahre dauern. Aber hey, wir haben ja Zeit, ne? Nein!